Lass mich rein. Ich bin beschäftigt. Ich will ein Bild von mir machen. Was? Was hat das mit schwul zu tun? Ich will hier einfach nur ein Bild für Life Invader machen. Ganz einfach. Du stehst auf Schokoladenwalfahrt. Okay, hör mir mal zu, du kleiner Dipshit. Wenn ich hier beschäftigt bin, etwas zu machen, dann lass mich in Ruhe. Wer hat dir erlaubt, hier reinzukommen? Geh raus. Sofort. Ich bin hier beschäftigt, etwas zu tun. Dieser Charakter von mir. So ein Dipshit. Heilige Scheiße, dass man noch nicht mal 2 Sekunden seine Ruhe haben kann. Ich möchte jetzt erstmal duschen. Oh Gott. Jetzt will ich rein. Ich will nie mehr wieder mit jemandem hier gemeinsam in eine Wohnung leben. Das ist eine Qual. Ich pack mich durch die Tür. Probier's doch mal. Schieß auch dagegen. Unsere Nachbarn freuen sie doch deswegen. Ich kann nicht. Ich hab meine Waffe vergessen. Ich glaube, ich steck schon wieder. Nein. Ehrlich. Was für ein Zimmer mit Bewohner habe ich eigentlich, der sogar seine verdammte Knarre vergisst? Normalerweise vergisst du die doch auch nie, um hier die ganze Zeit reinzukommen. Oder soll ich eher sagen, um nett nachzufragen, hier reinzukommen? Was ist das so für ein teilendes Gefühl an meinen Hoden? Ein teilendes Gefühl? Ein metallendes. Ja, okay, hör mir mal zu, das kannst du einem Doktor sagen, aber nicht mir. Ich bin jetzt erstmal wiederum beschäftigt, was anderes zu tun. So. Ich muss mir Whisky trinken. Hab ich dir... Weißt du was? Ja, trink Whisky, dann kann ich in Ruhe das hier machen. So. Welchen Filter werde ich erstmal hier raussuchen? Ich schalte das Radio um. Du wagst es nicht. Ich schalte Los Santos Rock Radio ein. Nein. Okay, weißt du was? Geh auf die Toilette und stirb da drin. Okay. Am besten sitz auf der Toilette, entblöße dich, scheiß und dann verreck zum gleichen Zeitpunkt. Ja, warte. Dann kann man deine Leiche hier gleich entleert entsorgen. Ich hasse mein Leben. Naja, hallo Leute und willkommen zu GTA 5. Es tut mir echt leid für diesen Anfang hier, aber wir haben echt ein bisschen hier improvisiert und ich musste mir auch manchmal ziemlich das Schmunzeln hier verkneifen. Und danke, Leumaster, dass du mehrmals gekichert hast. Ich wollte das jetzt schön ernst machen. Ich kann das nicht, dieser Charakter. Ja, du siehst halt eben aus, als hätte man einen Hipster mit einem Strandtypen gepaart. Hoffentlich bist du glücklich darüber. Dieses Gesicht von der Seite aus. Ah ja, weißt du, was ich dir eigentlich noch sagen wollte bezüglich zum letzten Mal? Oder vorletzten Mal. Auf jeden Fall den zweiten Part. Ich hab dir ja möglicherweise erwähnt, dass du 13 Jahre alt bist. Ich muss ehrlich sein, Leumaster. Das war nicht Absicht, so lustig wie sie es anhört. Soll ich dich... Okay, hör mir mal zu. Du bist jetzt ziemlich besoffen. Leg dich hier auf das Bett hin und ich lese dir eine Abendgeschichte vor. Hört sich das nach einem Plan an? Das heißt dann nein, oder? Selfie! Okay. Okay, weißt du was? Du wolltest doch noch ein Fahrzeug bestellen. Erledige doch das. Und vor allen Dingen, welches Fahrzeug möchtest du denn haben? Pinken Dukes. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hoffentlich verarschst du mich gerade eben. Ich hab mir noch nichts bestellt. Ein Alpha. Ein fucking Alpha hast du dir bestellt. Woher hast du das Geld her? Hast du ein Lotto gewonnen? Ich hab's nicht verstanden. Ach ja, hier noch. Weggetan. Komm her! Du bist auf meinem Grundstück, Bitch! Okay, jetzt gibt's... Nein, wir fangen das jetzt erst gar nicht erst an. Wir verhalten uns alle hier zivilisiert. Du standst auf meinem Grundstück und ich musste das jetzt erstmal wie ein erwachsener Mann lösen. Sonst hatte ich mit einem Baseballschläger totschlagen. Ja, du hast einen Betrunkenen mit einem Baseballschläger geschlagen. Mein Recht, du hättest mich vergewaltigen können. Gott, hör auf, du Schwuchtel! Fake it! Ach ja, bevor ich es vergesse, wir sollten vielleicht in First Person spielen. Send me an angel! Und danke wegen dir dafür die Karre reparieren. Gay? Ich bestell mir jetzt erstmal einen Grange.
Ein was? Ein Granger. Ein Granger, noch nie davon gehört. Ein Granger. Ist das was Neues? Ist das eine Weiterentwicklung von dem Granger? G-Ranger. Granger. Ja, den Granger kenne ich, aber den Granger kenne ich nicht. Klär mich auf. Ich steck dir gleich einen Infernus in den Arsch. Ich hätte zwar einen ausgedehnten Arsch oder ein Arschloch in dem Fall, aber ich wäre dann wenigstens reich, weil ich mir dann sofort die Karre verkaufen würde, nachdem ich sie gründlich gewaschen hätte. Ich wäre vor... Ach, egal. Es erinnert mich schon fast an Blue Waffle. Du musst das mal unbedingt nachgoogeln. Du suchst einen Granger, oder? Ich hab einen Granger gekauft. Dann, my dear, bist du wirklich sehr schlau, weil hier fährt ein Granger rum. Ich glaube, ich kaufe mir noch eine Coquette Classic oder eine Coquette Cabrio. Wie viel Geld hast du eigentlich? Hast du im Lotto gewonnen? Ja. Ja, danke, dass du dann den Leuten in deiner Umgebung, die du ganz gern hast, auch was abgibst. Entschuldigung, ich musste lachen. So, jetzt muss ich mir noch einen. Jetzt muss ich noch meinen Willy kompensieren und mir einen Chino kaufen. Bitch! Ach ja, weißt du, was mich ein bisschen abfuckt? Ich halte Q gedrückt und mir wird gar kein Radiosender angezeigt. Irgendein Fliegenschiss schießt auf mich. Piu, 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 piu! Das ist eigentlich meine Mama. Deine Mama steht da hinten! Deine Mutter heißt Geralt. Okay, jetzt fahren wir mal. Deine Mutter heißt Geralt. Ja, das tut mir doch leid zu hören. Naja, mir hat letztens jemand empfohlen, dass ich mit deiner Mutter spiele. Dann sag mir noch ein bisschen mehr über Geralt. Ist das möglich? Möchtest du Geralt? Tenpenny. Jetzt nochmal auf Deutsch. Ich habe jetzt gar kein Wort verstanden. Du schläfst mit Tenpenny. Ich schlafe mit Tenpenny. Tut mir leid, das ist in der Arbeit nicht ganz erlaubt. Weil er ist ja auch ein Polizist und ich auch, also... Glaub, das ist nur nicht so gerne gesehen. Gott, bitte hör auf. Werd einfach fertig und ich möchte eine Mission starten. Ist das zu schwierig? Ja, ich muss mir noch Waffen kaufen, denn ich halte diese 9mm Pistole nicht aus, außer es ist eine M1900. Tu dir selber einen Gefallen und mir auch. Kauf dir einfach nur eine Präzisionspistole. Okay, ich kaufe mir einen Lenkraketenwerfer. Du kannst mir ehrlich gesagt einen blasen, aber von mir aus, wenn dich das glücklich macht. Oder soll ich das gleiche Haus kaufen wie du? Entschuldigung. Mach du nicht mal Witze darüber, okay? So, mein... Wenn du dein Leben lieb hast, was du wahrscheinlich nicht tust, sagst du etwas nie mehr wieder. Hast du dein HUD in ein Radar aus? Ja, immer. Okay. So, ich möchte Pisswasker kaufen. So, jetzt muss ich erstmal meinen Granger tunen. Was willst du daran bitte tunen? Also? Die Zweitfarbe schwarz machen. Dann umlackieren. Okay. Okay. Möglicherweise ein Motor-Upgrade reinbauen. Falls vorhanden. Ehrlich, LOLmaster. Du bist schon ziemlich mies. Warum? Du hast mir die Rücklichter rausgeschossen. Du Bastard! Und trotzdem kannst du ein Scheunentor auf 5 Meter nicht erwischen. Kannst du mir mal einen Cock blasen, wenn du willst? Nein, blasen will ich nicht. Mit P, ne? Nur abschneiden. Deine Mama schenkt mir P. Ich hab $2000 bekommen. Yes! Oh, dude, Missouri. I'm gonna fuck you up so bad. Gott, if your mama don't recognize you. Gott, ich will wissen, was für einen Sender ich anhabe. West Coast. The fuck? Jetzt hab ich wieder Lust, Sanders an. Ich hab irgendwie Angst bei das Sender's Rock Radio wegen der GEMA. Die Sache ist die. Ja, endlich mal. Lady Gaga macht alles besser. GEMA, bitte schlag mich nicht. Ist da jemand? Ich meinte anders, du Dacke! Ich meinte eine ernste Stimme! Wie so ein Retard, der nicht kapiert, dass ich jetzt nicht auf die Toilette kann!
Ich will Remark, ich mach schon. Oh Gott, ich rede normale Stimme. Hallo? Bist du da? Was ist? Ich bin hier erstmal beschäftigt. Ich will ein Foto von mir schießen, ne? Ich muss mal. Das ist so falsch. Ich kann das nicht. Scheiße, das wird echt schwierig. Okay. Das wird die schwulste Folge ever. So. Dann machst du nochmal von neu. Komm schon. Ich muss mal. Nein, ich meinte ernst. Wir sollen das ernst rüberbringen. Ich muss mal. Ich meinte ernst! Oh Gott, wie soll ich das denn ernst betonen, du Rollenspieltyp? Red doch normal, außer du willst mir sagen, dass das deine normale Stimme ist. Ja, aber du bekommst auch nicht mit meiner Mama. War ein Witz. Auf jeden Fall kann ich rein. Klopf, klopf. Das Klopf, klopf kannst du weglassen, aber jetzt probier's nochmal. Lass mich rein. Ich bin beschäftigt, will ein Bild von mir machen. Schwein. Nein, du musst die ganze Zeit versuchen, weiter reinzukommen. Nochmal von neu.